Wir haben viele Zuschriften bekommen, wie das Schiff nun heißen soll, und wir wollten es benennen, aber wir haben alle Zuschriften vergessen. Yay! Nee, und weil wir faul sind. Nee, aber auch ein paar Zuschriften haben, glaube ich, das erwähnt mal. Und wir werden jetzt einfach mal gucken. Wir haben eine Idee. Und zwar gab es ja auf Map 1 ein Restaurant, was der Goran mal gebaut hat, was ein ausgemustertes Schiff war. Das so ein bisschen aussah wie von wie die Flying Lamp von One Piece. Zumindest was vorne der Bug angeht. Und wir werden das Ding jetzt einfach Flying Lamp nennen. Nein, Spaß. Wir nennen es wie das Restaurant. Wir werden es so nennen wie das Restaurant, genau. Und es ist... Oh, Moment, ich habe mich vertippt. Das Schiff heißt Spaghetti-Sieb. Du darfst jetzt eine spannungsaufbauende Musik machen. Bam, 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 bam. Nee, Quatsch. Ach so, ich wollte gerade noch mal erwähnen. Nachdem er das gezeigt hat. Morgenstern. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass... bei den Tränken, da könnt ihr uns auch gerne Ideen zusenden, von wegen Name, Beschreibung, Effekt, sowas in der Richtung. Man kann auch Items machen, aber allerdings gehen da keine Potion-Effekte drauf, nur so als Hinweis. Aber ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal ein paar tolle Varianten an Alkoholika und allgemein an Lebensmittel. Muss ich jetzt nicht nur auf das Zeug beschränken, könnt ihr ja mal benennen. So, das ist jetzt nicht unbedingt der super Vorteil, das zu haben, weil es ja eigentlich so ein Fun-Effekt ist, aber es ist halt cool, wenn es da vielleicht irgendwie was gibt. So, Morgenstern war in der zweiten Zeile, ne? Jo. Ich wollte Morgenstein schreiben. Oh, da müssen wir noch hier ein paar Löcher schließen, guck mal. Wir hatten hier so unsauber gearbeitet. Kann ja nur der Basti gewesen sein. Überm Vulkan wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. So, jetzt muss ja irgendwo mal gleich die Grenze kommen. Bin ich schon raus? Hier. Nee. Moment. Hier, ja, genau, hier. So. Ja, okay. Und zwar finden wir uns jetzt hier gerade an der Grenze zu Wintershelm. Richtung Alitera und irgendwo hier müssen wir mal gucken, wo so die Hälfte des Weges verstrichen ist, müssten wir ja dann einen Heilschrein reinbauen. So, sollen wir einfach, einer von uns rennt bei Alitera los, der andere bei Wintershelm und wir treffen uns dann in der Mitte? Also einfach nur in Renngeschwindigkeit? Aber nein. Nicht Renngeschwindigkeit, sondern ganz normal laufen, weil sonst rennen wir irgendwo mal gegen und verlieren die das Rennen und das wäre auch blöd. Achso, wolltest du jetzt nach Alitera? Ja, dann gehe ich wieder nach Wintershelm. Hey. La 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 bam. 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 Okay, Moment, ich hab's gleich. Wir kommen in Alitera. Die Stadt ist Zwielicht. Moment. Okay. Ich bin jetzt direkt... Ich habe jetzt Alitera um einen Block verlassen. Ich auch. Dann einfach mal losgehen. Also nicht rennen, nur gehen. Nur gehen, ja. Wie die ganzen Zombies hier abkratzen, weil sie am Brennen sind. Ich glaube, hier müsste mal jeder am Morgen müsste hier mal einfach lang rennen, diesen Weg, und dann kriegt er total viel Loot. So sieht das für mich gerade aus. Bei mir ist absolut gar nichts los. Der Malt hat Winnie gebaut. Yay, ein Hurra Winnie. Was für ein Wunder. Direkt auf der Hälfte liegt sein komischer Kühlerei oder so war das, ne? Da. Seine Hütte da. Ja gut, dann Frage. Sagen hier direkt, lasst uns hier hoch. Das ging ja schnell. Dann. Und jetzt werde ich wie durch ein Wunder in maximaler Geschwindigkeit. Moment. Den müssen wir auch noch wegmachen. So.
Dann kommt das jetzt dahin. Hast du die Schematika? Ah ja. Verdammt. Ich wollte gerade fragen, die Schematik hast du schon, ne? Jawohl, jetzt brauchen wir nur noch ein Schild, dass das auf der Live-Map verzeichnet wird. Und eine Region. Die mache ich. Ja, ich bastel mal den Weg. La la la. La la la. Region. Erstmal List, um zu gucken, wie ich es benennen muss. Damit ich weiß, wo wir aufgehört haben. So. Das heißt jetzt aber auch so ein bisschen jetzt allgemein, die neuen, bei den neuen Making-ofs, wäre es sinnvoll für die Städte, dass die da auch mal öfter reinschauen. Weil so minimale Sachen wie jetzt den Schrein werden wir wahrscheinlich nicht in einen News packen. Ne, stopp, hier. Und, wenn man sowas dann halt erfährt in Videos, ist das, glaube ich, Schrein 14. Ein kleiner Vorteil. Ah. Mann! Ändere hier gerade die ganze Zeit den Schrein unterstrich 15. So. Schrein. Ne, Region. Flag kommt jetzt, ne? Flag. Schrein 15. Heal minus Amount Layer 1. Heal minus Delay 1. Priorität muss, glaube ich, auch auf 1 stehen. Food minus Delay 1. Oh, Moment. Es hieß nicht Food. Das hieß Feed. Kam jetzt ein großer Fehler in Rot. Feed Delay und Feed Amount 1 und Greeting Schrein 15. Nee, erstmal Flag, oder? Wie ist denn das? Region Flag Schrein 15. Die muss grün stehen, ne? Also ein und ein großes G. Greeting und G. Ein großes G, ne? Ja, das ist G. So von Command Book irgendwie. Da hat er die total blöde Deine Meinung. Wunden werden geheilt. Ausrufezeichen nicht vergessen. Okay, die Greeting ist drin. Feed Amount, Feed Delay, Heal Delay, Heal Amount und dann mache ich nochmal eine Set Priority. Ich kann ja gerade mal kurz gucken, ob das klappt. Ich muss mich gerade nur nochmal angreifen lassen. Priority. Spinne. Set zu 1. Die verfolgt dich nicht mehr. Aber du bist. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich geheilt werde und das tut's. Gut, dann haben wir das. Hier muss ein Kamin hin oder ein. Hier setzen wir hier so ein paar Ofen. Bilder. Ja, Zuschauer, wir sind jetzt hier gerade beim Hafen und richten ein wenig die Gebäude ein, die bei uns noch ja, auf der Liste standen zum Einrichten. Und zwar hatten wir ja hier bei jedem Gebäude, wo wir halt die Einrichtung noch nicht gemacht haben, hatten wir irgendwie mit einer grünen Wolle markiert. Und jetzt sind wir wieder an eines der Gebäude. Hier vorne ist diese Hafenmeisterei. Und wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen einzurichten. Wie immer könntet ihr vielleicht mal in die Kommentare posten, was man gegebenenfalls noch hier als als Läden oder so vielleicht mal reinmachen könnte. Jetzt nicht speziell in dem Raum, wo wir sind, oder in dem Gebäude Teil, wo diese Wohnung ist, weil das sind Wohnhäuser in dem Fall. Aber allgemein könnte man sich da vielleicht mal überlegen, was zu machen. So, jetzt noch ein paar Blumen. Ich überlege übrigens gerade, ob ich vielleicht die Trap Chest bei der Schnalle, die ist ja grau oder silber, dass ich die vielleicht genauso, also eigentlich exakt so mache wie die normale Chest, aber halt am Rand der Truhe vielleicht irgendwie einen Hinweis, sodass man von vorne gar nicht erst sieht,
dass es eine ist, die Redstone-Signal auslöst. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ja, finde ich ganz gut. Also ich habe ja beim Waldgeist-Texture-Pack habe ich zum Beispiel nur die Rückseite anders gemacht. Ja. Nur die Rückseite. Was hattest du da gemacht? Da habe ich dann hinten so einen roten Ring quasi gemacht. Ein bisschen blöd zu erklären. Also so ein... Ist ja auch ein 16x16 Pack, da ist nicht viel Platz. Da habe ich dann irgendwie so ein Symbol drauf gekrickelt. Mal gerade gucken, kann man hier einen Teppich reinmachen? Oh, cool. Machen wir das hier nochmal mit einem Teppich. Ich freue mich schon, wenn es die Teppiche gibt in 1.6. Das sind zwar dann auch wieder so Sachen, wo wir wahrscheinlich ein bisschen was fürs Texture Pack ändern werden, weil zum Beispiel die pinke Wolle ja bei uns sowieso was anderes ist. Demnach gibt es die pinke Farbe auch nicht, weil das der Geldsack ist. Und demnach wird auch der pinke Teppich anders aussehen werden. Das heißt, da wird es wahrscheinlich dann irgendwie so ein Pelz oder so geben. Da muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich da schon, also vielleicht so ein paar Sachen zu designen. Beziehungsweise gibt's ja in 1.6 dann auch Heuballen. Und wir haben ja eigentlich schon Heuballen, aber daran wird sich dann wahrscheinlich nicht viel ändern, dass unsere Heuballen bleiben. Ja, ja. Also das wäre für den Server wäre es eine zu große Umgestaltung. Nee, es ist auch. Oh. Die Heuballen, die ich für die Dings nutzen werde. Für das, was die Pferde brauchen, das wird dann eher mehr so ein gebündeltes Stroh-Heuballen-Ding werden. Und das, was wir jetzt haben, ist ja mehr eine Unordnung, die irgendwie gebunden ist, wenn man jetzt die zwei Sachen sieht. Also einmal ohne Schnüre und einmal mit Schnüre. Boah, der hat hier nur Bilder von Bäumen und Heißluftballons im Haus. Ja. Ah, wie geil. Ja, dann lass mal hier irgendwie so eine Art Küche oder so machen. Wo? Ja, am einzigen noch freien Raum. Achso, hast du den anderen Raum schon eingerichtet? Ist ja kläglich spärlich. Ich mach da nochmal einen Teppich rein. Oh, hier ein Teppich. Ich habe jetzt hier mal noch so ein paar Pflanzen. Versuche ich jetzt mal hier irgendwo hinzustellen. Damit das Ganze ja auch ein bisschen grüner wird. So. Was ich lustig finde, ist hier die, die Küchenzeile hier mit dem Herd. Da könnte man jetzt hier noch Eisentrittplatten nehmen. Oben drauf packen. Aha. Wo das Ceranfeld, yeah! Yeah, yeah. Hier müsste auf jeden Fall noch ein paar Bilder hin. Nehmen wir auch nochmal. Kannst du gleich mal gucken, dass du vielleicht hier so eine... Also ist hier ein bisschen schwierig mit dem Treppenhaus. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht hier bei den Fenstern müsste man noch eine Truhe oder so irgendwas hier hinbauen. Eine Truhe, kommt sofort. Yay! Yeah. So, nächstes Haus. So, hier haben wir schon mal... Ich finde die Decke hier irgendwie cool mit den ganzen Balken. Das haben wir ganz cool gemacht. Aber wir müssen hier irgendwo eine Trennwand auch einbauen, damit wir irgendwie Küche von Schlafbereich oder so irgendwie trennen. Na, ich will hier oben bauen. So. Wie trennst du das jetzt ab? Oder einfach nur eine Wand jetzt hier so? Also man könnte jetzt sagen, also hier ist ein bisschen... Also mittig kann man ja keine Trennwand setzen, weil hier ja so ein Fenster ist. Also ist es quasi... Ich will jetzt nur einen Raum abtrennen. Okay. Ja, dann machen wir doch hier so ein L raus irgendwie. Oder? Ja, toll. Das heißt, hier gibt es einen Flur, da wo die Küche... Nee, ich meine, das Schlafzimmer muss abgetrennt sein. Bringt ja nichts, wenn du jetzt hier so einen Flur machst. Muss genau anders sein. Mach doch jetzt hier die Mauer jetzt einfach zur Wand. Jetzt die Frage, ob da die Tür... Warte mal, ich mach einen weiter. So. Mal da am besten einen Ornamentstein oben drüber. Okay. Dann haben wir hier so ein paar
Und wie hatten wir das? Die Hooks kann man gut als Kleiderbügel verwenden, wenn ich sie finden würde, da. Die wollte ich demnächst auch nochmal anpassen. Wir hatten da jetzt letztens im DogoCraft Forum, beziehungsweise von den Contributern wir haben so Texture Pack Challenges irgendwie jetzt eingeführt. Oder Texture Challenges, dass da die Leute für eine gewisse Grafik dann halt was einsenden können. Die man halt, wo man denkt, ja, die muss dann irgendwie anders werden. Die erste Grafik war halt so dieser Haken. Und da gibt es mittlerweile total schöne Alternativen. Ach so. Ja, ja. Mach hier so ein Regal. Genau. Mach da mal so ein Blumenwäschen drauf und Pilz. Pilz. So, dann nehmen wir hier nochmal so ein Gecko, wollte ich sagen. Mit einer Truhe. Oh, hier kommt. Oh, hatte der jetzt keinen Schor, keinen Ofen. Geht ja nicht. Genau, hier machen wir jetzt so eine kleine Küche. Ha. Wir könnten ja mal gucken. Ja, lass mal hier so einen Schornstein raustreiben. Ach so. Ja. Ich baue mal hier so einen. Moment, ich hole mal eben kurz das Eisenrohr. Obwohl, so lassen wir es. Und dann machen wir hier wieder eine Platte hin. So. Als Tisch würde ich sagen, machen wir jetzt einfach. Ich entferne schon mal den grünen Klotz. Die grüne Wolle, die markiert, dass wir hier bauen. Haben wir irgendwo noch Sonderblöcke in der Nähe? Nee. Ich kann mal gucken. Ich habe mir was geholt aus einem schon von Gebäude. Hier noch ein paar Kisten. Ah, jetzt hier noch eine Sitzecke. Also grundsätzlich haben unsere Häuser ja nicht wirklich Toiletten. Nee, das finde ich aber am lustigsten. In Minecraft total irrelevant. Nur die richtig großen, die ein Badezimmer haben und dann irgendwie noch Platz ist da. Die Gebäude bekommen meistens eine Toilette spendiert. So, warte, jetzt mache ich mal den coolsten Tisch ever. Oder die coolsten Möbel. Die coolsten Möbel. Jetzt bin ich gespannt. Wow! Tada! Achso, das. Ja. Ich glaube, da ist auch noch keiner drauf gekommen, dass man die als Sitzbänke nehmen kann. Aber dann sollten wir da vielleicht auch nochmal irgendwie was machen. So vielleicht. Ja, genau. Sein einziger Besitz, ein goldener Teller. Hier kann man wieder so einen Teppich reinmachen. Kurz aus dem Weg. Oh. Out of the way. Was nimmt man für eine Farbe? Mach mal so grau. Grau. Ja, ja, habe ich jetzt hier gerade auch ausgewählt. Zwar grau, hellgrau. Yeah. Schick und sexy. Mhm. So, jetzt machen wir noch ein Bild. Ich denke mal, wir hier beenden auch jetzt so langsam diese Aufnahmesession zumindest. Das war jetzt so die erste Reihe, wo man so ein bisschen eher mehr Einblick hat, was wir so eigentlich machen auf dem Server und nicht einfach nur, uns für einzelne Projekte filmen. Ja, das wird allerdings auch nicht weggehen. Wir werden sicherlich das ein oder andere größte Projekt noch bauen werden. Ja, als Info, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir ab und zu nochmal einen aus dem Staff vielleicht dazu holen oder irgendwie ein paar Serverfreunde. Dass das vielleicht auch mal so ein bisschen Interaktion vielleicht mit denen gibt. Ihr könnt uns aber allgemein nochmal schreiben, was wir vielleicht in nächster Zeit angehen sollen, ob wir da jetzt irgendwie, sei es jetzt ein Bauprojekt oder sei es jetzt irgendwie, ihr richtet doch mal, keine Ahnung, die Warzone endlich ein, dass wir da vielleicht mal gucken, dass wir uns dabei aufnehmen, weil das wollten wir jetzt auch demnächst machen. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu überlegen, was wir da noch an extra Plugins für installieren, um das ein bisschen spannender zu machen. Auf jeden Fall für diese Aufnahmesession war es das und ich würde sagen, wir sind damit raus. Goran pflanzt noch ein bisschen Blumen und Pilze und Blumen. Ich gehe jetzt Mittagessen. Bitte. Tschüss. Ciao.